Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag durch die Fußgängerzone in Trier gerast. Nach Angaben der Polizei wurden dabei mindestens 2 Menschen getötet. Es soll auch mehrere Verletzte gegeben haben. Weiter teilte die Polizei mit, dass 2 Personen festgenommen worden sind. Sie forderte die Menschen in Trier auf, die Innenstadt zu meiden. Derzeit laufe ein Großeinsatz. Nach lokalen Medienberichten soll der Fahrer eines dunklen Range Rovers mit mehr als 70 Stundenkilometern durch die Innenstadt gefahren sein, unter anderem auch durch eine belebte Einkaufsstraße. Zu den möglichen Hintergründen des Vorfalls wurde zunächst nichts bekannt.